Stadt-TV Brühl. Wir zeigen's Ihnen. Das diesjährige Sommerfest der kanarischen Geißböcke fand direkt am Rhein statt. Im Dom, im Stapelhaus, in Sichtweite des Kölner Doms, versammelten sich die Mitglieder des ersten offiziellen Fanclubs des FC auf Gran Canaria, um zusammen mit ihrem Präsidenten Rudi das fünfjährige Bestehen ihres Clubs zu feiern. Aus allen Teilen der Republik waren sie angereist, um bei diesem tollen Erlebnis mit dabei zu sein. Da freute sich Präsident Rudi besonders. Ja, 5 Jahre kanarische Geißböcke. Hätten Sie gedacht, dass inzwischen so viele Fans dazu gekommen sind, als Sie den gegründet haben, den Fanclub? Naja, da ist nicht mit gerechnet, dass der mal so groß wird. Aber Gott sei Dank, wir haben viele Helfer. Und schön, dass es so gekommen ist. Ja, liebe Freunde, erstmal herzlich willkommen nochmal hier im Stapelhaus. Und dann möchte ich mich natürlich zuerst einmal bedanken dafür, dass ihr so zahlreich hier erschienen seid. Der Vollblut-Karnevalist Jürgen Mainzer moderierte nicht nur den Abend, sondern hatte wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Bühne gezaubert. Ja, lass mal doch ein bisschen stolz sein. Wir befinden uns in der Heimat des zukünftigen deutschen Fußballmeisters, 1. FC Köln. In Köln gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder du bist FC-Fan oder du hast Ahnung vom Fußball. Ne? Was haben die scheiß Gladbach-Holz verarscht? Ne? 2. Liga. Der FC ist Lieblingsklub der Kölner Bestattung. Ne? Normale Menschen kannst du eben im Leben beerdigen. Der FC jeden Samstag. Also, die Freude über den gelungenen Wiederaufstieg des FCs war überall zu vernehmen. Das heißt, Sie sind überglücklich, dass Sie es jetzt wieder in die 1. Liga geschafft haben. Selbstverständlich. 2. Liga ist für uns nichts. Wir wollen noch um 15.30 Uhr spielen, ne? Herr Süper. Ich rede mit Ihnen. Das ist toll, klasse. Sie sind auch ausgewiesener FC-Fan? Nein, ich bin im Grunde noch mal kein großer Fußballfan, weil ich keine Ahnung habe. Aber ich freue mich natürlich als Kölner, wenn man hört, dass Kölner FC natürlich in der 1. Liga wieder da ist, freue ich mich natürlich für alle Freunde. Nur die sind ja dermaßen krank, was ich nicht habe. Ich freue mich, aber ich sage immer, jede Sportart, ist ja, was es ist, ist Sport und der Sport kann nur einen gewinnen. Und der Bessere ist der Bessere. Ja, wünsche ich mir eigentlich auch, dass der FC in der 1. Liga bleibt und da auch sich wohlfühlt. Wir uns ja alle, die mit dem Club verbunden sind. Und ich bin Kölner und ich freue mich über jedes Bundesligaspiel, was ich mir anschauen kann. Gott sei Dank ist er wieder in der 1. Liga und da gehört er ja auch hin. Er ist ja auch Gründungsmitglied. Wir sind froh, dass der FC wieder da ist. Und wir haben ja ein richtig schönes Sportjahr dieses Jahr gehabt. Ein guter Verein pflegt auch die Kontakte zu seinen Fanclubs. So war es nicht verwunderlich, dass eine Abordnung des FCs mit dem Publikumsliebling der letzten Saison, Kevin McKenna, an der Spitze zu einem kurzen Besuch kam, um die Verbundenheit mit den Fans zu demonstrieren. Kevin McKenna war ein beliebtes Fotomotiv, denn jeder Fan wollte mit ihm zusammen fotografiert werden. Wir fragten Kevin McKenna nach seinen Eindrücken. Wie gefällt Ihnen das, hier in so eine Gesellschaft zu kommen, so ein Fanclub, der Sie so herzlich aufnimmt? Ja, ich meine, wir sind in Köln und Köln ist, glaube ich, ein riesen Partystadt und man sieht, wie die Leute feiern und ich finde das sehr schön. Haben Sie in Ihrer Zeit, als Sie hier gespielt haben, auch richtig kräftig mal, wenn es ging, mitgefeiert?
Ja, ich muss sagen, die ersten ein paar Jahre war ich oft mehr zu Hause nicht Karneval gefeiert, aber der letzte so 3-4 Jahre habe ich alles so mitbekommen und auch mitgefeiert und ich finde das eine tolle Sache. Wie fanden Sie es gerade, als dieser ehemalige Spieler hier war? Und Sie ein super Typ, hervorragender Fußballer. Er kommt jetzt leider vom Außen her in eine Zeit, wo er nicht mehr in der ersten Liga mitspielen kann. Aber tut mir leid für ihn. Ja, wirklich ein sehr sympathischer Mann. Ja, das hat man gemerkt, vor allen Dingen, der war bei den Damen so beliebt, ne? Ja, ja, sieht ja auch gut aus, oder? Rainer Mendl bedankte sich für die Unterstützung des Fanclubs und überreichte ein Geschenk für das Köpi-Eck auf Gran Canaria. Wir wollten die Meinung eines ehemaligen Spielers des FCs zur derzeitigen Situation des Vereines hören. Jetzt ist das gestrige Spiel 0-1 ausgegangen. Wie beurteilen Sie das? Ich bin schon so lange dabei und weiß, wie diese Vorbereitungsspiele zu bewerten sind. Die Mannschaft musste hart trainieren und das ist für mich kein Maßstab. Für mich ist ein Maßstab das erste Bundesligaspiel. Und dann würde ich mir auch ein Urteil zutrauen, zu sagen, was ich von dieser Mannschaft erwarten kann. Aber diese Vorbereitungsspiele, die sehe ich ganz locker und überbewerte die auch nicht. Der Trainer, der Herr Stöger, der hat ja, soweit ich das beurteilen kann, einen guten Stand hier in Köln und auch bei der Mannschaft. Ja, Gott sei Dank. Das ist ja nicht immer so in Köln. Es sind ja auch viele Trainer unter Wert hier eigentlich verabschiedet worden, weil sie einfach so beim Publikum nicht ankamen. Aber er hat so eine Art, vielleicht liegt das an dem Wiener Schmäh, er kommt ja an und man verzeiht ihm möglicherweise auch hier und da mal einen Fehler in der Taktik. Aber er ist ein Typ, der die Leute anspricht und ich finde das auch ganz gut, dass mal ein Trainer nicht so nach jedem Ergebnis bewertet wird, sondern nach seiner Arbeit. Wer richtig feiert, braucht auch eine gute Grundlage. Ein tolles Buffet ließ da keine Wünsche offen und wurde entsprechend umlagert. Zwei Herzen schlagen ach in ihrer Brust. Eigentlich haben Sie keinen spanischen Verein, von dem Sie Fan sind oder so. Guck mal, mein Herz ist halb-halb. Halb ist mit FC, halb mit Real Madrid. Aber mehr vom FC. Entschuldigung, Real Madrid. Ja, meine Damen. Ich sage immer, schlage deinen Mann täglich, auch wenn du nicht weißt, warum, der weiß das. Verstehst du? Ja, für ich nur das Beste von das von Köln am Ring. Ist mittlerweile in der Blüte der Arterienverkalkung. Verstehst du? Ja, der ist ein super Klapp, der setzt sich ja mittlerweile beim Essen vor der Spiegel, damit er sieht, ob er ihm schmeckt. Meine Frösche, ich denke, ich habe nicht viel zu viel besprochen. Eine Rede im Zwiegespräch, ganz anderer Art. Und ich darf euch sagen, auch im wirklichen Leben sind die zwei ein Paar. Da schunkeln wir mal. Und ich darf euch jetzt bitten, nehmt dich in den Arm. Pack dich in den Arm, schunkel mit, Applaus für Bernie Breu. Dass dieses Lied auf Gran Canaria mal, ja, doch eine gewisse Berühmtheit erlangt. Hat es. Ja. Es ist mir erzählt worden, ich habe die CD damals mitgegeben
Und das läuft in irgendeinem Lokal, und zwar in dem Lokal von morgens bis abends, sagt man. Aber das ist schön, man kennt das Lied dort. Und ich habe da drin, ich war in Australien, aber immer gehe ich in eine Kneipe rein, lief Fröhling Heimatstadt. Das gibt's nicht. Also die CD ist schon weltweit verbreitet. Ja. Haben die Brüler rund um die Welt mitgenommen? Ja, irgendwie Freunde, die ausgewandert sind und so mitgenommen haben. Sagen, Brüllen, das war damals der Schlager. Bestimmt singe weg. Wir kommen doch hoch zur Klippe, im Bike noch allein. Und wie oft sind Sie so im Jahr auf Gran Canaria? Ich fahre meistens einmal vier bis sechs Wochen so. Ne? Ich bin schon über Weihnachten, meistens über Weihnachten, also Anfang Dezember bis Anfang Januar. Ich bin aber auch schon Karneval gefahren, da waren wir auch da. Ne? Obwohl Sie Kölner sind? Obwohl ich Kölner bin, ja. Ne? Uns gefällt es ja gut. Aber Sie kommen auch immer wieder gern nach Haus zurück. Wir sind auch froh, wenn wir wieder da oben sind. Wo ist es denn für Sie schöner, wenn ich die Frage überhaupt mal stellen darf? Hier in Köln oder auf Gran Canaria? Sag mal, Köln ist das Herz und Gran Canaria das Leben. Und die Frau. Oh, und die Frau, klar. Im alten Zollhaus, im Zoos am Rhein. Eine Ehre, alles Gute für Brühl. Bis dann, tschüss zusammen.